Schön, Leute. Ah, ist das alles schön hier? Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich setze sie jetzt mal auf, weil ihr habt es schon gesehen. Hier ist ein bisschen heller. 8000 Quadratmeter und so ein paar Butzen. Maria und ich, wir haben uns was gegönnt in Schweden. Und ein paar von euch haben das ja schon bei Insta gesehen und gesagt, jetzt zeigt doch mal her alles. Ja, Egon. Für den ist das hier natürlich auch ein geiler Standpunkt und ein Startort für richtig nice Expeditionen in den Norden und in den Süden, Schweden, Norwegen. Kannst eigentlich überall hin. Ich zeige euch jetzt einfach mal das ganze Grundstück. Aber jetzt checkt erstmal eins aus. Das ist meine erste eigene Mülltonne. Gestern war Müllabholung. Das hat auch direkt schon mal richtig gut geklappt. Also 8000 Quadratmeter und wir haben hier folgende Gebäude. Das ist das Haupthaus. Ungefähr 70, 80 Quadratmeter. Das machen wir aber nochmal hübsch. Da muss eine neue Küche rein, da muss ein neues Bad rein. Und hier muss insgesamt viel gemacht werden. Aber da hat man ja auch richtig Bock drauf. Dann, ach scheiße. Ich brauche die Schlüssel. Stopp. Schlüssel hat er. Ich zeige euch einfach ein paar Türen und ein paar Gebäude. Das ist so abgefahren. Ich bin hier angekommen und wusste überhaupt nicht, was ist überhaupt dabei. Und du kommst hier an und steht erstmal direkt hier in deiner Butze. Eine fette Schneefräse. Brauchst du gar nicht mehr kaufen. Ist alles da. Das hat der Deutsche natürlich mitgebracht. Hier schön Kanister, damit er hier immer Boot fahren kann und Auto fahren kann und hier nicht stehen bleibt. Und natürlich das beste Billyboot der Welt. Das ist hier einfach ein Paradies. Das ist ein Schlaraffenland. Gucken wir mal in die nächste Butze. Das ist hier ein ziemlich entspannter, geschichtsträchtiger Ort. Auch jetzt echt viel passiert. Hier hat ein Künstler gelebt. Ja, der ist jetzt halt einfach ein bisschen älter geworden und hat es jetzt deswegen abgegeben. Es ist einfach total abgefahren. Du kommst hier an, du weißt nicht, was da ist. Und hier ist einfach eine komplett eingerichtete Werkstatt. Hier kannst du alles draus machen. Das ist einfach so nice. So. Guckt euch das an, es ist alles da, ein Bandschleifer, ein Hobelgerät, eine Bandsäge, ein Bohrtisch, Kreissäge sowieso, also ungefähr 38.000 Schraubzwingen. Eine ist auch schon vergeben, welche, das zeige ich später. Und hier einmal alles mögliche an Feinwerkzeug. Es ist einfach brutal. Dann gehst du hier rüber in den anderen Raum, ist alles voller Schränke, oben Schränke, unten Schränke. Und du kannst hier jeden Schrank aufmachen und in jedem Schrank ist irgendwas drin und weißt einfach. Also ein paar Schränke habe ich jetzt schon durchgecheckt, aber du, das sind so viele Schränke, keine Ahnung. Die Sachen sind auch ganz geil, sag ich euch. Übrigens überlege ich noch, wie ich den Ort nenne. Das ist ja Marias und mein Paradies. Wir wissen noch nicht ganz genau, was wir damit machen. Wir dachten uns erstmal, okay, ein schönes Haus am See, das ist schon was Geiles. Und derjenige, der einen richtig geilen Namen dafür findet, kriegt einen Pokal. Habe ich auch noch gefunden. Ja, habe ich selbst gemacht. Habe ich selbst gefunden. Einen schönen Fisch zum Hinlegen. Die geilsten Sachen, die kommen aber erst noch. Die kommen erst noch. Also, und wer das nicht hammermäßig findet, oh, puh, Sonnenbrille. Du bist sofort blind hier. Alter. So, nächster Raum. Hier ist so eine Galerie mit allen geilen Sachen. Oh, das könnte man noch so herrlich einen Frühstücksraum machen. Gehst du morgens auf, gehst hier rein, machst eine große Balkontür, kleine Terrasse vorne ran, guckst auf die anderen kleinen Häuser, das gehört ja noch dazu. Das da alles, das da, hier. Ach, dann chillst du und guckst schön auf den See, ist doch traumhaft. Übrigens, der Anders, der war, es steht hier, WM-Vierter im Armbreedning. Wenn das mal nicht ein Zeichen ist, deswegen bin ich hier eigentlich noch reingegangen, weil als kleines Kind, also als kleines Kind ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, habe ich geliebt Over the Top. Also, keine Ahnung, welcher Junge hat den Film nicht geliebt mit Sylvester Stallone. Aber jetzt gucken wir mal einfach einen Raum weiter, was da ist. Weil jetzt beginnt der geile Scheiß. Ein paar haben gefragt bei Instagram, warum gerade jetzt hier in Schweden, in Lappland, ist ganz einfach. Wir sind ja eine ganze Weile mit dem Bus unterwegs gewesen und es ist am Ende so, dass hier oben einfach irgendwie am meisten gestimmt hat. Hier gibt es Fische in jeglicher Couleur. Wir sind schnell auch in Norwegen, wir sind schnell in der Ostsee. Du hast hier Polarlichter, du hast hier Einsamkeit, du kannst einfach in den Wald rauswandern, raus mit dem Kanu, raus mit dem Auto, raus mit dem Bellyboot. Du hast hier Elche, Wölfe, Bären, wenn du es willst. Also so ganz Ötzi-mäßig sind wir jetzt auch nicht unterwegs, aber ich glaube, hier draus kann man was richtig Geiles machen und darum geht es am Ende ja auch und deswegen zeige ich euch jetzt mal hier eins meiner absoluten persönlichen Highlights, den werde ich hegen und pflegen, das kann ich euch jetzt schon verraten. Was ist das? So ein geiles Ding. Bin mit dem wir jetzt noch nicht gefahren. Das ist hier mein persönlicher Schneeschieberassistent für den Winter. Ein good old Öggelbo. Ey, ist das ein herrliches Teil. Also, ich glaube, es ist ein Funmobil, der funktioniert aber einwandfrei. Also, ich habe ihn noch in Fahrt gesehen. Ist alles da. Sieht natürlich scheiße aus, aber ist oft so, ne? Wenn die Sachen so uralt sind und richtig scheiße aussehen, dann sind die einfach grundsolide. Also, ich glaube, damit werden wir ein bisschen Spaß haben. Und wenn du hier in Schweden bist, dann gehört ja so ein Ding auch irgendwie dazu. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier rüber. Auf ins Holzhaus. Highlight ist natürlich hier nicht das Holz für den Winter, das, sondern hier, Leute. Da das Video ja nicht irgendwie eine Stunde gehen soll, nehmen wir jetzt einfach das Ding
Und dann machen wir mal schnell Durchlauf, weil den Rest seht ihr eh in den nächsten Wochen und Monaten. Mit all den Baukatastrophen, die dazugehören. Und jedes Mal, wenn es richtig scheiße wird, dann gehe ich einfach eine Runde angeln. Fangen wir einen dicken Barsch oder eine dicke Forelle oder was auch immer. Hier gibt's alles. Das ist nämlich von der Lage her direkt am Piteo-Elven. Einem der besten Eschenflüsse in Europa. Forellen ohne Ende. Hier im See dicke Forellen bis 10 Kilo, bis über 10 Kilo. Dicke Barsche, Hechte ohne Ende. Dann hast du hier einen Bach, der reinfließt und der rausfließt aus dem See. Also anglerisch ist das hier eine Destination zum absoluten Verlieben. Also ich fahre das natürlich nur, weil es hier einfach mega praktisch ist, nicht weil es einfach unfassbar viel Spaß macht. Tor 1. Da sind noch zwei schöne Gartenstühle drin. Und auch wenn man es nicht sieht, so ein bisschen, das ist das Gröbste. Naja, das ist wirklich das Allergröbste, habe ich schon aufgeräumt. Das ist alles, was so im Weg lag, dass man jetzt zumindest mal über rankommt. So, Tor Nummer 2. Auch ein hammermäßiger Lagerraum einfach. Und hier sind Sachen drin. Aber hier, das habe ich zum Beispiel für Lotte hier, ne? Francis. Das ist so, Leute, hier die Schraubzwinge, die habe ich extra für euch, habe ich die jetzt hier mal an den Start gebracht. Die bringe ich euch mit, weil ihr wolltet ja eine haben. Die ist echt gut. Und jetzt zeige ich euch mal was. Jetzt wirklich oldschool, ne? Ich glaube, damit muss ich auch irgendwann mal angeln gehen. Jetzt kommen wir zu Tor Nummer 3. Tor Nummer 3. Und jetzt Schloss. Zack. Auf Tor Nummer 3. Der Froster ist eigentlich ganz geil. Den lässt du extra da, weil den kannst du auch bis minus 30, minus 40 Grad draußen stehen lassen, was echt wertvoll ist hier oben. Genauso die Kühlschränke, uralte Husqvarna-Dinger. Brauchen wahrscheinlich so viel Strom wie ein Atomkraftwerk produziert. Ist aber relativ egal, weil hier oben kostet Strom nicht viel. Kann man ein bisschen was machen, aber prinzipiell sieht es ganz geil aus. So, das ist jetzt hier einfach eins von den Häusern, was man ein bisschen gestalten muss. Aber ansonsten hier drin, naja, ist ein bisschen was zu refreshen. Küche neu und so, Bad kommt hier mal rein, aber ansonsten alles easy. Aber hier ist Strom drin, hier ist scheinbar irgendwas wie Küche drin und eine Dartscheibe hier, 100. Ah, gibt es nur noch 120. Kannst du hier schon rausgehen an deinem Haus, guckst hier einfach auf deinen 10 Kilometer langen See, kommt dir morgens der Elch vorbei. Bisschen was muss man schon neu machen, ne? Aber mit Kiss the Pro, Rico Hausmann und dem ein oder anderen Profi, die sich bei Instagram schon angekündigt haben, mal sehen, was daraus wird, kann eigentlich nicht mehr schief gehen. Nächste kleine Hütte. Das ist wirklich so eine kleine Hütte. Einfach nur so eine kleine Hütte, ne? Falls ich es nicht erwähnt habe, ist wie so eine kleine Hütte. Aber das könnte man hier sogar als Frühstücksraum auch machen oder als Büro für mich. Im Moment ist es halt auch so eine Schlafstuga. Eigentlich vollkommen ausreichend. Also hier würde das reichen, ne? Hier ist alles drin, was du brauchst. Du guckst ja hier dann praktisch direkt auf den See. Hinten in die Berge rein, so, das sieht man jetzt nicht so. Zieh da raus aus der Hütte und dann steht da eine kleine Hütte. Das, da wollen wir nicht viel zeigen, die kommt eh weg, weil genau hier an der Hütte, wo die Hütte jetzt steht, da soll Folgendes hin, da soll eine Sauna hin mit so einem kleinen Badefass daneben. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, wie rum ich die ausrichte, weil du kannst entweder Richtung See gucken oder Richtung Nordlicht. Das ist wirklich noch eine Frage, die mich beschäftigt, aber zu einem Schwedenhaus gehört auf jeden Fall eine Sauna. Das ist mal safe und das muss da auch hin. So. Da ist dann noch praktisch der Steg, dann geht es hier rüber zum Bootshaus, wunderbar zum Slippen. Dann kannst du hier dein Boot abstellen, da sind jetzt noch irgendwelche Boote drin, eins vom Nachbarn, eins von Anders. Eins meiner absoluten Highlight-Gebäude hier, absolut geil. Also hier wurde auch geangelt, guckst du hier rein. Also hier kannst du richtig dich ausspinnen. So ein herrliches altes Holzboot, richtig original, da drüber noch ein Boot, das gehört dir einfach alles dazu. Ach, check doch mal die Angel hier aus. Ist das oldschool? So habe ich angefangen zu angeln und hier schwimmt es einfach noch rum, hier hängt es einfach noch rum. An der Bambusrute, also ich habe mit dem Haselnussstock angefangen. Aber damit gehe ich auf jeden Fall mal los, irgendwann hier dicke Fische angeln. Das ist einfach so geil. Hugas hier steht hier wahrscheinlich ganz hoch im Kurs, ist ja glaube ich auch skandinavische Firma. Das wird so eine richtig geile Angelbutze. Das könnt ihr mir mal drauf vorstellen, dass das eine richtig geile Angelbutze wird. Vielleicht mit so einem Chillbereich hier vor noch oder daneben. Wo man dann ein Grillerchen macht oder was. Oh, und dann wird hier einfach nur noch übers Angeln geschnaggert und ein bisschen Spaß gehabt. Also hier ist eine Kette für jemanden, der seine Freundin wirklich gar nicht leiden kann. So, ist auch ein riesen Raum, keine Ahnung. 50 Quadratmeter Minimum. Mein Funmobil, freue mich direkt schon auf den. Da freue ich mich direkt schon auf den Sommer. 10 PS. Alter, wenn das mal nicht geil ist. Hast direkt ein Traktorrasenmäher dabei. Oh. Das ist vom Allerfeinsten, würde ich sagen. Da hinten hast du noch eine zweite Schneefräse. Tresor ist auch dabei. Leider leer. Zack.
Ist ja echt Luxus heutzutage, wenn ich mir überlege, die hier vor 100 Jahren klargekommen sein müssen bei der Kälte und bei dem Wetter und so. Und du kommst hier an, hast ein Luxus, ein neues Bad, eine schöne Sauna und kümmerst dich einfach um die geilen Sachen im Leben. Die haben wahrscheinlich nur darum gekämpft, irgendwie zu überleben. Das macht irgendwie auch ein bisschen nachdenklich an so einem Ort, aber guckt einfach, dass man die Natur so gut schätzt, wie es eben geht. Aber trotzdem ein bisschen Spaß hat, ne? Wen es interessiert und wer noch irgendwelche Fragen hat, haut's einfach in die Comments und haut vor allem in die Comments, wie man dieses geile Stück Land hier nennen kann. Weil der einen geilen Vorschlag hat, den wir dann auch vielleicht nehmen oder wenn wir das auch so nennen, der kriegt ja diesen Fischpokal. Das ist ein Megapokal. Zurück at home. Bin jetzt erstmal noch kurz hier, warte noch auf den Grundbucheintrag hier in Schweden. Dann werde ich rüberfahren wieder nach Deutschland, ein, zwei Sachen holen, ein bisschen Werkzeug auch. Und dann werde ich im Sommer über hier unterwegs sein. So Leute, und in der Ecke sind auch unterwegs Porsche, sind unterwegs Audi, VW, Bosch. Also nur die allerfeinsten, nur die allergrößten Firmen. An diesem See, der hier unten ist, das wird ein riesen Testbecken für alle Angel-Adventskalender-Köder aus dem My-Fishing-Box-Kalender. Darf man nicht so verraten. Da werde ich auf jeden Fall jeden einzelnen dieser Köder auf Herz und Nieren testen. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Gibt schlimmere Jobs. Ne, Leute? Also, ihr seht schon, es ist ein geiles Stückchen Erde. Erstmal machen wir uns hier eine geile Zeit. Der Rest kommt von alleine, glaube ich. Also Leute, bleibt catch-testig, haut ein paar spannende Sachen in die Comments. Wir freuen uns darauf, das zu lesen. Denkt daran, Angeln ist mehr und wir freuen uns hier auf ein ganz besonderes Abenteuer, von dem aus wir dann die ganz besonderen Abenteuer starten, mit Egon oder mit was auch immer. Leute, danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid jetzt erstmal geupdatet und der Rest, ja, der ergibt sich dann irgendwann, ne? Also, bis gleich. Ciao.